Hallo und herzlich willkommen zurück zu 4-1. Hier krabbeln wir so komisch im Wasser rum. Irgendwie machen wir komische Handbewegungen, aber jetzt geht's weiter. Wir klettern die Leiter hoch. So, jetzt klettern wir die Leiter hoch. Und da ist nichts. Oh Mann, ich will die ganze Zeit E drücken zum Aktivieren. Aber das geht ja in dem Spiel nicht. So, dann springen wir eben wieder runter. Was war jetzt nochmal die Taschenlampe? X war die Taschenlampe. Sehr gut. Da ist ein Medikit. F. So. Ja, genau. Und machen wir hier mal weiter. Und kommen wir hier raus? Ja, wir kommen hier raus. Sehr gut. Letzte Folge. Shit, shit, shit. Oh Gott, was war denn jetzt die? Nein! Verdammt! Jetzt habe ich ein Medikit verbraucht. Was war denn jetzt nochmal? Bin ich jetzt blöd? Ah, okay, alt war die Zeitlupe. So, sehr gut, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber... Naja, besser als dann Schaden zu erleiden. Die Reflexe laden sich ja mit der Zeit wieder auf, das ist ganz gut. Und... Hier sind komische Geräte. Irgendwas, was vielleicht Wasser filtert. Was war das Ganze? Oh, Schild. Was geht? Ich will da unten eigentlich mal ins Wasser schauen. Ob da irgendwo was liegt oder so, was ich brauchen könnte. Es sind ja anscheinend öfters hier so kleine Sachen versteckt. Aber hier diesmal anscheinend nicht. Schade. Oder? Nee, das sind nur die Spiegelungen. Krass. Okay. Gut, dann machen wir es wieder aus. Und hüpfen da raus. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen still irgendwie, fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht warum. Es ist so ein schöner Tag. Man konnte schön ausschlafen. Nichts wirklich Wichtiges zu erledigen. Ho. Oh, stimmt, das war ja das mit dem Burst-Modus. Na, komm, komm aus deiner Deckung. Traue dich. Huh, geil, ich habe, glaube ich, echt jemand getroffen. Okay, das geht auch, die kann ich auch explodieren lassen. Hä, wo? Wo denn? Ah, da oben. Und nochmal schnell nach da oben drauf. Hilfe. Komm, da werfen wir nochmal eine Granate. Da werfen wir nochmal eine Granate. Wieso habe ich keine Granaten mehr? Hilfe, Hilfe. Was soll ich denn jetzt? Da ist meine Waffe. Nehme ich jetzt wieder die andere. Oder? Nee, komm, wir bleiben mal bei der. Die hat noch so viel Muni. Und in Zeitlupe und jetzt. Der springt schön. Mal schauen, ob wir ihn im Flug treffen. Ist er tot? Ja, ich glaube, er ist tot. Und ich glaube, das war's dann auch. Den hier haben wir auch im Flug erwischt. Wir erwischen ja alle im Flug. Hier, was ist da los? Oh, ein Anrufbeantworter. Durch die Fenster kann ich immer noch nicht durchspringen. Leider, leider. Oh, da ist eine erste Hilfe. Und eine Waffe. Bisschen mehr Muni. Bisschen Rüstung noch. Oh, ich habe volle Rüstung. Sind wir so gut, waren wir noch nie ausgerüstet. Da geht es wahrscheinlich weiter. Ich schaue noch mal ganz kurz hier ein wenig rum. Ihr kennt mich. Das muss einfach jetzt kurz sein. Okay, hier sind noch natürlich die ganzen Waffen von den anderen Leutchen. Da sind wir vorhin reingegangen. Da ist der andere, der hier runtergesprungen ist. Da unten ist noch ein Erste-Hilfe-Paket. Oh, das kann ich schon nicht mehr aufheben. Gut. 4 Leben geheilt. Yessa.
hier? Ist hier vielleicht noch eine Spritze oder so? Das wäre doch super, das wäre doch schön. Da unten ist auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Paket. Und Rüstung, was wir alles nicht brauchen. Was wir alles zur Genüge haben. Oh, da waren wir gerade, okay. Schade. Schade. Echt. Ach, hier sind wir jetzt schon wieder. Okay, da sind wir einmal im Kreis gerade. Da hätten wir auch von hinten kommen können, so wie es aussieht. Und uns heranschleichen an unsere Gegner. An die Klonkrieger. Nein, nicht die aus Star Wars, sondern die von dem Paxton Fettel. Ja, genau, die hier. Da. Bäm. Kann ich den nicht runterschubsen? Nee, sie bluten nur. Doch, komm. Das kann klappen. Das eine Bein ist schon. Der da vielleicht einfacher. Ich komme irgendwie bescheuert vor. Hey, bei dem ist schon mehr als... Komm, das kann... Kann das klappen? Okay, Ruhe im Frieden. Dann gehen wir eben hier weiter, wo wir lang weiter sollen. Und zwar hier raus. So. Türe öffnen. Raus mit dir. Da hinten sind sogar schon Gegner. Da gehen wir mal volle Kanne drauf. Einen kleinen Headshot und noch einen Headshot, aber er stirbt irgendwie nicht. Shit, shit, shit. Da hätte ich vielleicht, sollte ich vielleicht mal meine andere Waffe nehmen. Da sie dann doch ziemlich genauer ist, glaube ich. Boah, shit, noch ein bisschen in Zeitlupe gehen. Okay, ich merke im Fernkampf ist dieses Spiel. Auf Fernkampf ist dieses Spiel nicht so ganz ausgelegt. Dafür umso mehr auf Nahkampf. So. Also was heißt Nahkampf? Nahkampf auch nicht, aber näheren Fernkampf, sage ich mal. Holy shit. Weiter geht's. Hier, nochmal ein bisschen in Zeitlupe. Kann ich die vielleicht ablenken, indem ich das ja explodieren lasse? Ah ne, das ist gar kein Ding. Schade, ich dachte gerade, das wäre so eins. Wow. Oh. Oh, da unten, oder was? Ah, da hinten, okay. Dann werfen wir doch auch gleich mal eine Granate hin. So, dass er da hinten auf gar keinen Fall rauskommt. Aber ich glaube, wir haben ihn nicht getroffen. Da rennen wir mal hinterher. Ich weiß echt nicht, ob das Spiel so gedacht ist, wie ich das spiele, aber es macht Spaß, so zu spielen. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Da kann ich nicht durchschießen, oder was? Ach, scheiße. Kann ich da wenigstens drüber klettern? Nein, kann ich auch nicht. Dann müssen wir uns wohl nochmal dem anderen entgegenstellen. In den Zeitlupe-Action und hier über dieses Teil ihm abknallen. Mit einem schönen Headshot, mit einem schönen, feinen, kleinen Headshot. Das reicht doch auch. Komm, da muss man nicht gleich ganze Salven reinballern. Okay, haben wir zwar auch gemacht, aber man muss nicht. In der Realität zumindest. Da kann man einen schönen gezielten Headshot und das war's. Hab dich doch genau gesehen. Willst du dich da hinten verstecken oder wie? Okay, ich verballer, glaube ich, ziemlich viel Muni gerade. Ich gehe nochmal auf meine andere Waffe. Oh shit, den habe ich dafür nicht entdeckt. Oh, da hinten ist nochmal jemand. Zeitlupe-Action. Und zurück. Schauen. Hä? Leute? Wo bist du hin? Nochmal raus aus der Zeitlupe. Oh, wow, 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 wow. Da ist er hin. Scheiße, ich bin echt fast tot. Ich könnte mal ein Erste-Hilfe-Paket habe ich mal genommen. Langsam wurde es dann doch mal Zeit. Ich hoffe ja immer noch auf irgendwie so eine kleine Spritze oder so, die wir mal wieder finden. Wird langsam mal wieder Zeit eigentlich, finde ich. Kann ich da irgendwie... Zack. Da ist eine Treppe nach unten. Okay, dann schaue ich mal da unten lang, ob da unten vielleicht... Haha, ich bin so gut. Meine Reflexe wurden gesteigert. Da ist noch eine Waffe. So, und hoch mit dir.
Hey, das freut mich jetzt. Jetzt haben wir noch länger anhaltende Reflexe. Und mal schauen, was uns in diesem Raum erwartet. Da ist die Brücke kaputt, schade. Da können wir gar nicht rüber. Aber hier kommen wir natürlich trotzdem rüber. Wir sind der King. Oh, da waren wir doch gerade. Da haben wir doch gerade alles zerschnetzelt. Jetzt sind wir wieder hier oben. Diesmal kann ich da irgendwas. Oh, kann ich wirklich. Mein Ziel oder was gewesen? Jetzt fließt hier wieder Wasser. Kann ich da nochmal drehen? Nö. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Hm. Tschüss. Rohr. So, gut, dann gehen wir jetzt mal hier außen. Weiter liegt hier noch irgendwas. Ja, Rüstung. Sehr geil. Okay, und platsch. Da können wir ein wenig schwimmen. Ist hier noch irgendwas? Der schwimmt echt so krank schnell irgendwie. So, kann ich da raus? Ey, Hilfe. Ah, wahrscheinlich muss ich erst hier auf die... Ey, Hilfe. Auf die Kisten. Kann ich von den Kisten, kann ich dann auf das... Geländer. Oh, jetzt hat es gespeichert. Sehr gut. Hua, ha, 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 ha. In Zeitlupe und... Gott, die verschwinden immer so schnell. Wo seid ihr hin? Da, aus dem Ausgang kommen sie. Nein, ich habe keine Ahnung. Ha, die kam da wirklich raus. Wie geil ist das denn? Holy shit, wie geil ist das denn jetzt gewesen? Damit habe ich ja echt nicht gerechnet, dass die da wirklich rauskommen. Einfach mal alle erledigt auf einmal mit einer schönen Granate. Einer ist noch da oben geblieben. Aber dem, der hat jetzt auch nicht mehr seinen mega Spaß des Lebens. Ah, da ist noch ein Medikit. Jetzt haben wir auch schon wieder unser Maximum an Medikits, die wir mitnehmen können, erreicht. Ist da unten nichts, ein Amazon-Päckchen. So. Ja gut, dann müssen wir uns wohl heilen. Dann können wir das nächste gleich wieder mitnehmen. Oh, wir haben... Was haben wir? Minen oder was? Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Scheiße. Was? Fünf. Was? Fünf? Vier? Fünf? Ah. Okay, ja. Anscheinend. Sowas wie Minen. Werde ich dann auch nochmal ausprobieren. Oh, da ist unsere Taschenlampe ausgegangen. Der Akku leer gegangen. Wow, 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 wow. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Aus der Zeitlupe raus in Deckung gehen. Oh shit, 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 shit. Oh nein. Das war natürlich nicht so geil. Hier so, ja. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Komm, gezielter Headshot. Wo kommen die nächsten zwei? Da kamen doch gleich zwei. Wo kommen die nächsten zwei? Schade. Jetzt kann ich nicht mehr meine coole Taktik machen, oder? Ja, werf doch, werf doch, werf doch. Oh, geil, ich habe sie trotzdem erwischt. Ja! Oh, oh, oh. Backe. Naja, okay, die Pistolen. Wir können auch mal die Pistolen nehmen, wenn du willst. Wenn du meinst, ah, jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden hierhin. So. Oh, da war schon der Gegner. Geil. Okay, die sind auf jeden Fall echt stark. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich Pistolen in Games eigentlich echt gerne mag. Holy. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Da hinten ist der zweite. So, in Deckung gehen, das ging schon deutlich besser als vorher. Hm, mal in Deckung gehen. So, dann werfe ich jetzt mal hier so ein Ding hin.
Bam! Alter Russe, wie stark. Oh. Ja, so. Das sind echt Minen. Ist da noch jemand? Ich glaube nicht. Das hat alles zerfetzt. Krasser Scheiß. Oh, da ist, warte, da war hier. Press F to drop your weapon and pick up. Okay, sollen wir das echt mal machen? Da haben wir halt immer so viel Muni. Und die ist eigentlich ganz geil. Ach komm, die nehmen wir jetzt mal mit. Was soll denn der Geiz? Ich weiß, es ist ziemlich viel Muni rausgeschmissen, wenn wir unsere andere Waffe da liegen lassen. Aber egal, die nehmen wir jetzt mal mit und die bessere Waffe behalten wir. Von den zweien, die auf Entfernung auch ganz gut sind und gehen jetzt mal hier volle Kanne mit der Schrotflinte rein. Und können sie, wie man sieht, schon... Wow. Komm, flieg. Flieg. Batz. Sehr geil, okay. Heilen und Medikit nehmen. So. Was ist hier noch so? Rüstung? Granaten? Okay, dann wechsle ich doch nochmal auf. Hey. Ah, auf die Granaten, okay. So. Wow. Da nehme ich jetzt doch gleich mal meine... Kranker Scheiß, was geht hier jetzt ab? Was bist du? Da kommt eine Granate noch rein. Was geht? Alter Russe. Was bist du? Oh, geil. Eine neue Waffe. Dann tauschen wir die mal gegen die hier. Geil, okay. Die scheint ja natürlich dann noch besser zu sein. Gut, dann haben wir jetzt eine Shotgun, ja genau, dafür kriegen wir auch wieder Muni. So in den engen Räumen werde ich dann mal die Shotgun nehmen. Und ich muss sagen, die Shotgun hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Also das kann man nicht anders sagen. Das war gut, dass wir die mitgenommen haben. Shit. Kommt her, kommt zu Papa. Warum laufe ich so langsam? Oh, heilen. Aber trotzdem, warum laufe ich so langsam? Da komm, da muss doch irgendwo eine Spritze liegen, oder? Ja! Huh! Geil, Alter! Yessa! Mehr Leben! Da hätte ich mich gar nicht heilen müssen. Das habe ich mir jetzt... Upsala, nicht in Zeitlupe gehen. Das hätte ich mir sparen können, aber das weiß man ja vorher alles nicht. Naja, so, jetzt wie komme ich da wieder hoch? Da war doch eine Treppe! So sieht's aus! So muss das laufen. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade schon waren. Haben mehr Leben. Und jagen jetzt irgendwie Gegner. Und oh, die geht schon ab, die Schrotflinte. Oh geil, ich muss einmal nachladen und habe wieder volles Magazin quasi. Obwohl es ja eigentlich keine Magazine sind. Finden Sie den Fehler? Geil, jetzt komme ich da nicht durch, oder was? Jetzt muss ich da wieder durch die Kloake matschen. So, und da wieder hochklettern. Menschenskinder. Menschenskinder. Jetzt, ich will noch in den Raum da hinten eigentlich, aber jetzt hat sie schon gespeichert. Kann ich das wieder drehen? Okay. In der nächsten Folge, würde ich sagen, drehen wir dieses fulminante Rad. Danke fürs Zuschauen, bis dahin. Ciao, ciao.